Jetzt stellen wir uns die Frage, wenn wir über globale Probleme reden, was können wir tun? Und es ist immer logisch, dass man erstmal vor der eigenen Haustür kehrt. Denn wenn du den Dreck vor deiner eigenen Haustür nicht wegmachen kannst, dann kannst du ihn erst recht nicht 10.000 Kilometer weiter weg entfernen. Und dann schauen wir uns an, welche Probleme haben wir vor der Haustür. Und wir haben Dutzende Probleme. Jährlich sterben in diesem Land 50.000 Menschen am Alkoholkonsum. Jährlich sterben in diesem Land 150.000 Menschen am Rauchen. Jährlich sterben in diesem Land jährlich tausende Menschen an Heroin, an Kokain, am Drogenkonsum. Alle 48 Minuten gibt es einen Selbstmord, weil hier viele Menschen unter chronischen psychischen Problemen leiden, weil es soziale Verwahrlosung gibt, weil Menschen in Altersheime reingesteckt werden. Es gibt Probleme ohne Ende. Aber das größte Problem ist anscheinend, dass Mädchen, das mit dem Kopf durch in die Schule geht, da fängt die ganze Nation an zu wackeln. Und das nur, weil man von den wahren Problemen ablenken will. Und das nur, weil man von den wahren Problemen ablenken will. Das wahre Problem soll der Terrorismus sein. 50.000 Menschen sterben am Alkoholkonsum. Wie viele Obdachlose gibt es? Es gibt alleine 3 Millionen Menschen, die in Deutschland alkoholabhängig sind. Und die meisten davon sind mit Sicherheit keine Muslime. Sicherlich gibt es auch Muslime, die Alkoholiker sind. Was ist mit denen? Sind die wirtschaftlich funktionsfähig? Warum erwähnt Tilo Sarrazin in seinem Buch das nicht? Warum wird erwähnt, oh, die Immigranten, schau mal, wie viele davon Sozialhilfeempfänger sind. Wie viel die machen unser Land dadurch kaputt, weil die uns auf der Tasche liegen. Was ist mit den Alkoholikern, die durch diese Gesellschaft kaputt gemacht wurden? Durch diese Ideologie, ja, du musst leben, du musst etwas trinken, du musst dich gut fühlen. So hat jeder angefangen und später ist im Alkoholkonsum oder in deinem Alkoholrausch oder was auch immer oder in den Alkohol, in die Alkoholsucht reingerutscht. Das heißt, wir haben Probleme ohne Ende. Und man kann sie gar nicht alle aufzählen. Und ich habe gesagt, wir müssen gucken, was können wir daran ändern. Und ich sage, meine persönliche Meinung, meine These ist, dass der Islam die Lösung ist und die Alternative ist. Unabhängig davon, ob ich der Meinung bin, dass der Islam die einzige Rettung vor ewiger Bestrafung in der Hölle ist. Ich glaube, dass der Islam die Lösung ist und dass der Islam ein besseres Miteinander ermöglicht.